So's, liebe Leute, hier bin ich auch schon wieder. Ja, ich verstehe. Dann müssen wir hier wohl mal was in die Lüftel, ins Lüftelchen la jagen und dann da rein in die Röhre gehen. So. Dreimal nach links gucken. Eins, zwei, drei. Und hier haben wir jetzt einen großen Block. Da ist nix. Aber ein sehr schönes nix. Jetzt sag nicht, dass wir hier schon gewesen sind, oder? Doch, da sind wir gewesen. Weil da drin ist das dritte reine Herz, das wir in der zweiten Welt. Der Hammer! So, wo sind wir denn hier? Hier sind wir jetzt irgendwo, wo ich glaube ich noch nicht sein sollte. Oh, was ist das? Du erhältst Kräuter, aromatische Kräuter, die 5 KP und Vergiftung heilen. Ah, Scheißala. Dann muss ich jetzt mal ein Stück zurück. Damit. Ah, nee. Ach, ficken, Alter. Tippi ist ja nicht dabei. Ach, ganz vergessen. Ah, sorry, Kumpel. Und dann nehmen wir jetzt einfach wieder Surfer. Aber wo zum Geier sollte denn jetzt bitte schön. Naja. Ja, da ist nix. Das kriege ich nicht auf. Zumindest glaube ich nicht, dass ich das aufkriege. Außer Stampfo. Schade, geht nicht. Kabumso, ich versuche es mal mit dir. Auch nicht. Schade. Schade. Nun denn, dann. Müssen wir tatsächlich schon rüber? Wobei, ich kann mich ja hier nochmal. Hier ist ein Pfeil. Und hier Hammer, hier Hammer, hier Hammer. Dingenskirchen. Scheiße, da haben wir glaube ich auch schon ein Herz platziert, oder? Ui, das hat wieder schön viel. Ja. Um Himmels Willen. Okay, dann einmal die wichtigen Items. Und da ist in dem Fall die Rückzugsröhre. Dann müssen wir jetzt nämlich, wenn ich mich jetzt echt nicht komplett irre, müssen wir jetzt nämlich in eine andere Dimension, um neue Türen zu finden. Oder Herzsäulen, besser gesagt. Aber, Rabarber, dazu müssen wir jetzt erst einmal eine Ebene nach unten. Und das ist da. Da drüben geht's nach runter. Und dann würde ich mal sagen, drehen wir uns wieder. Und gehen jetzt. Was? Was? Okay, hier haben wir die Kochbutze. Ah ja, hier. Boom! Headshot! Game over, yeah! So. Dann haben wir hier wirklich. Obwohl. Ja, was hier sonst noch so alles ist, da werden wir uns später darum gucken. Was steht hier? 8 Blöcke, jede Farbe einmal. Okay, weil dann werden wir jetzt nämlich die Dimension wechseln. Und hier, ja, okay, wir müssen tatsächlich hierher kommen, weil hier müssen wir jetzt mit Filippo Amore Amore herkommen. Der uns einen Block hier offenlegt, der ein direktes Portal zum Nichts ist. Deswegen drehen wir uns jetzt einmal und fahren da rüber.
Ruber und Gruber, ihr kennt die beiden mittlerweile. So, und jetzt sind wir hier an einem sehr bizarren Ort. Denn was ihr hier seht, sind die Vorfahren von Merlon. Und wir sollten jeden Block einmal anhauen. Dann geht hier nämlich was kaputt. Und jetzt, meine lieben Freunde, sind wir an einem ganz anderen Ort. Hier ist alles so duster. Naja, eigentlich nicht. Aber wir befinden uns jetzt im genauen Gegenteil zu Flipstadt, nämlich in Flopstadt, Ebene 1. Und wir werden hier erwartet. Glaubt ihr mir nicht? Ist aber so. Da können wir nicht rein. Die ist verschlossen. Wir haben den Kartenladen wieder, wie in Flipstadt. So in Flopstadt. Amore, amore. Da müssen wir uns hier wahrscheinlich auch wieder drehen. Nähen. Hier haben wir die Spelunke. Aufzug wird repariert, nicht einsteigen. Die Flopstadtwerke. Nun denn, dann muss ich aber einmal schauen. Okay, hier geht es nicht nach draußen. Kann man wirklich auch nur über außen, über Ebene 2 in den Außenbezirk. Und hier sind wir also in Flopstadt. Willkommen! Ich wusste, ihr würdet früher oder später herkommen. Ha. Oh, ihr seht aus, als ob ihr euch fragt, wo ihr hier eigentlich seid. Ohohohoho. Dieser Ort mag aussehen wie Flipstadt, aber aufgepasst. Ihr wart in Flipstadt, aber ihr habt die Seiten gewechselt, jetzt seid ihr in Flopstadt. Das heißt, dass ich nicht der Merlon bin, den ihr kennt. Ich bin die Flopstadt-Version, ein ganz anderer Merlon. Man nennt mich Neurem. Versteht ihr nicht? Es gab schon immer zwei Städte. Doch nur Merlon und ich wissen darüber Bescheid. Ja, und jetzt anscheinend auch wir. Ihr scheint überrascht. Ho, 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 ho. Jedes Ding hat zwei Seiten. Die Herzsäule ist eine Ebene über uns. Platziert das reine Herz dort. Bis dann. Ja, und es gibt auch tatsächlich einen Flopstadt-Tower. Der ist allerdings noch nicht von uns, für uns interessant. Aus diesem Grund, ja. Gehen wir erst einmal hier rüber und da drüber. Und setzen das fünfte reine Herz ein. Oh yeah. Geil! Wir haben das fünfte Portal geöffnet. Und welche Farbe hat es? Natürlich blau! Und swoosh! Ihr scheint sehr flink zu arbeiten. Ich habe eine Nachricht von Merlon erhalten. Tippi ist wieder aufgewacht. Sie erwarten euch auf dem Flipstadtturm. Beeilt euch bitte. Ja, das werden wir, Neurem. Allerdings muss ich noch eine Sache kurz prüfen. Ich hoffe, ich kann das hier jetzt bereits machen. Ja, perfekt, er ist da. Ah, ich bin überrascht, dass du mich gefunden hast. Ich heiße Röhrenbert, ich bin der Meister der Röhrenschmiede. Hast du je gedacht, oh, in der Stadt umherzulaufen dauert einfach zu lange? Klar, dachte ich auch. Darum ist es meine Aufgabe, Transportröhren zu bauen. Ich habe mich hier umgesehen, klar. Ich denke, ich kann hier eine Röhre zum Fuße des Flipstadtturms bauen. Was hältst du davon? Du deckst meine Material- und Arbeitskosten, klar? Ich könnte dir diese Röhre mit Leichtigkeit bauen. Aber du siehst nicht besonders reich aus. Wie wäre es mit 300 Münzen? Kommen wir ins Geschäft? Ich zahle. Ich glaube, man kann auch nicht mit ihm feilschen. Das ist spitzenmäßig. Klar, dann fangen wir mal an. Du bleibst mal schön aus dem Weg. Wow. Nice.
Und da haben wir auch schon die Röhre zum Fuße des Flippstadtturms. Diese Röhre ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet. Benutze sie, wann immer du willst, klar? Kluge Leute sind immer sehr gründlich. Du hast eine kluge Entscheidung getroffen. Nun, ich muss los. Wir sehen den aber, glaube ich, tatsächlich nochmal. Soll mir recht sein. Also, damit haben wir auch schon Flopstadt geöffnet. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Nun gut, dann speichere ich mal das Spiel. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das hier in Flipstadt oder auch drüben in Flopstadt. Nee, da ist eine Röhre. Ja, die haben wir, glaube ich, schon mal geöffnet. Ich weiß ja nicht, ne? Aber ich versuche es mal, nochmal da reinzukommen. Zwusch. Ich schaue einfach noch, was da drin ist und dann haben wir es auch schon wieder für heute geschafft, Freunde. Jetzt, wo wir wissen, dass Flopstadt existiert. Oh. Okay. Ja, dieses Ding da drüben soll auch nochmal ein kleiner Hinweis auf etwas sein. Aber was genau? Irgendwann anderes. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, schön gemacht. Das war's. Morgen ist nichts mehr. Ciao.